verstanden, Rockland, östlich von Craigminster. Für irgendwelche Gründe ist diese Stadt, aus irgendwelchen Gründen hat diese Stadt nicht ihre Zahlungen übernommen. Für irgendwelche Gründe. Sie wollen nicht bezahlen. Oder bezahlen sie nicht. Also wirst du nach Rockland gehen. Das ist richtig. Du gehst nach Rockland. Und du wirst ihnen sagen, dass sie ihre Zahlungen dass ihre Zahlungen schon fällig sind. Oder besser überfällig. Sag ihnen, dass sie überfällig sind. Halt die Fresse! Hör auf, mich nachzumachen, wenn ich rede. Das ist richtig. Alle von euch, hört auf, ihn nachzumachen. Idiot, Kanaan. Ich sagte dir, dass du die Fresse halten sollst. Wer? Ich? Vergiss es. Egal. Frag den militärischen Kommandanten von Rockland über die Zahlungssituation. Sein Name ist Grady und du wirst Kanaan mit dir auf diese Mission nehmen. Hehe. Alle von euch, hört zu. Ich bin euer Vorgesetzter in der imperialen Wache. Nicht gehorchen heißt, dass, wenn ihr mir nicht gehorcht, heißt das, ihr gehorcht nicht dem Empire, also dem Imperium. Behaltet das in euren Gedanken. Was für ein Arschloch. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Los, auf nach Rockland! Hier, ihr bemerkt, dass er uns nur folgt. Das heißt, er macht selbst keinen Finger krumm und lässt uns den ganzen Mist erledigen. Ich würde mal behaupten, er ist ein A. Und wir gehen los. Ich würde mal sagen, wir können hier noch ein paar Einkäufe erledigen. Abwickeln, wir haben ja jetzt Geld. Sollte ja kein Problem darstellen. Und vor allem will ich die Rune ausrüsten. Weil Rune gleich toll. Es gibt nur wenige Charaktere, die ohne Runen da wirklich... Toll, die haben irgendwie den Müll. Nicht ohne Charaktere. Es gibt nur wenige Charaktere, die ohne Runen extremst gut sind. Und aus irgendeinem Grund sind das meine Lieblingscharaktere. So, ja. Ich meine, jetzt habe ich schon die Gelegenheit und das Geld. Da kaufe ich auch für die mal die extrem teuren Schuhe. Oh, ich kann sie sogar zweimal kaufen. Yeah. Alles für die Cleo. Alles für die Cleo. Und nochmal. So, jetzt ist sie schon mal schneller. Jetzt ist sie ja, schneller, hat mehr Verteidigung. Sie ist einfach klasse. Mehr braucht man zu ihr nicht sagen. Komm her, du Horst. Anbringen. Wir haben nur eine. Die Feuerrune. Und die bekommt natürlich Cleo. Wer denn auch sonst? Ich meine, nur wegen ihr haben wir die Rune. Das wäre irgendwie unfair, wenn sie sie nicht kriegt. Ja, geht's uns? Ja, passt. Gut genug. Dann würde ich sagen, auf nach Rockland. Lustig. Ich habe nur in eine Richtung gedrückt und der macht einen ganzen Kreis, den er laufen muss. Was weiß ich nicht alles. Hier, Rockland. Weiter im Shop.
War ich hier schon mal drin? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Hintertür, Hintertür. Kann ich in dem Teil nicht auch Zeug finden? Ich weiß es nicht mehr. Oh, sieht nicht so aus. Hast du irgendwas für mich? Ja. Fluchttalisman. Das Ding ist extremst gut, wenn man von Bergen, da was weiß ich nicht alles, da flüchten will, wenn man keinen Bock hat, selbst zu laufen. Und ganz ehrlich, ich bin faul. Und ich find's gut, dass ich faul bin. Hier haben wir noch einen Friedhof. Hier ist der Ausrüstungsladen. Alles Müll. Brauchen wir nicht. Lasst uns hier reingehen. Hey, wer seid ihr, Leute? Dies hier ist Master Crady's Haus. Ihr seid nicht erlaubt hier. Was wollt ihr? Was hast du gesagt? Ich bin Kanaan, Assistent des imperialen Kommandants Crace. Sag Crady, dass er hier rauskommen soll. Was? Ja, Sir. Sofort. Bitte wartet einen Moment. Wie heißt so schön? Hunde, die bellen, beißen nicht. Was ist los? Diese Dörfler kommen hier wieder her, um sich zu beschweren. Schmeiß sie raus. Nein, Sir. Sie sagen, sie sind von der imperialen Wache. Wer auch immer sie sind, ich bin beschäftigt. Los, beeil dich und... Was? Imperialwache? Hast du Imperialwache gesagt? Warum hast du mir das nicht früher gesagt, du Idiot? Willkommen, willkommen, ehrenwerte Mitglieder der Imperialen Wache. Was bringt dich in diese arme, kleine Stadt? Oder eher in dieses kleine Dörfchen? Los, kommt rein. Interessant, wie perfekt der Raum für 5 Leute nebeneinander passt. Sieht so aus, als würde es hier richtig gut gehen. Oh nein, ganz und gar nicht, Sir. Vergiss es. Du weißt, weswegen wir hier sind, weißt du es nicht? Ja, Sir. Es geht um die Zahlung, richtig? Wir hatten viele Probleme mit dem... Ja, mit dem... Sehen Sie, ein paar Banditen haben sich hier in Mount Saifu in unserer Nähe festgesetzt und haben uns ausgeraubt. Deswegen sind wir nicht dazu in der Lage, die gesammelten Zahlungen euch zu überbringen. Aber ich bin froh, dass ihr hier seid. Weil jetzt brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen. Wir sehen uns gleich wieder.